Damen und Herren, klar, bei der Wahl am 9. Juni geht es um Europa, um das Europa, was sich die Menschen wünschen oder um das Europa, was wir heute haben und auf das wir immer mehr zusteuern. Und ich glaube, da ist eine sehr, sehr große Diskrepanz dazwischen. Wir haben jetzt schon von Fabio De Masi, von Thomas Geisel einiges gehört dazu, wofür wir als BSW stehen in Europa, dafür, dass Europa wieder eine Friedensmacht wird, eine Friedenskraft in dieser Welt, wo immer mehr Krisen, immer mehr Kriege sich zuspitzen, was den Menschen Angst macht, wo auch in Europa inzwischen die Sprache des Krieges regiert, Aufrüstung, Blockkonfrontation, Abschreckung, statt das Bemühen um diplomatische Lösungen. Das ist uns ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Es geht natürlich auch um ein selbstbewusstes, ein souveränes Europa, das nicht zerrieben wird in der Großkonfrontation zwischen den USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Wer das BSW wählt am 9. Juni, der wählt eine ganze Liste von hochkompetenten Persönlichkeiten, die sich dann im Europäischen Parlament für all diese wichtigen Fragen einsetzen werden. Sie haben es gehört, Fabio De Masi, Kampf gegen Finanzkriminalität, ein Thema hier in Deutschland, wie wir jetzt gerade angesichts des Rücktritts einer der couragiertesten Staatsanwältinnen in Deutschland erlebt haben, aber natürlich auch auf europäischer Ebene Steuergerechtigkeit, dass es nicht so weitergeht, dass große Konzerne sich aus ihren Steuerpflichten, sich ihrer Steuerpflichten entledigen und kleine und mittelständische Unternehmen dadurch viel stärker belastet sind. Frieden, Abbau von Bürokratie, Thomas Geisel hat darauf Bezug genommen. Viele sind genervt von den immer neuen Berichtspflichten, die durch einen auch überbordenden Lobbyismus in Brüssel durchgesetzt werden, weil das ist ja die Wahrheit. Es sind ja nicht nur irgendwelche Bürokraten in Brüssel, die sich das ausdenken. In der Regel sind es Lobbys, die davon profitieren, dass es irgendeine Auflage gibt, die am Ende ihr Geschäftsmodell ernährt und ihr Geschäftsmodell befördert. Vieles von dem, was wir kennen, grüne Taxonomie, das kommt aus der Finanzwirtschaft. Gerade Finanzunternehmen sind in Brüssel sehr, sehr mächtig, gestalten dort auch die Regeln mit. Das muss sich dringend ändern. Und wir haben noch viele weitere wirklich gute Kandidaten auf der Liste, bei denen es sehr wichtig ist, dass sie dann auch im Europäischen Parlament arbeiten können. Ich nenne nur beispielhaft Michael von der Schulenburg, ein früherer UN-Diplomat, der in vielen Kriegen dieser Welt war, vermittelt hat, der auch die Erfahrung gemacht hat, dass verfeindete Kräfte, und bei Kriegen geht es immer um Feindschaft und Hass, wie die am Ende trotzdem zu Verhandlungen kommen und wie Kriege am Ende, und zwar in der Regel, durch Verhandlungen beendet werden können. So ein Mann auf Platz 3 unserer Liste. Natürlich ist es ganz wichtig, dass er seine Erfahrungen im Europaparlament einbringen kann. Professor Warnke, ein berühmter, ein bekannter Neurochirurg, der erlebt hat, was Privatisierung bedeutet in Krankenhäusern, an Auflagen, an Druck für die Ärzteschaft, wie sie plötzlich nicht mehr nach medizinischen, sondern nach Renditegesichtspunkten urteilen sollen, was wird gemacht und was wird nicht gemacht, wie der Druck entsteht. Und gerade Europa ist ein Motor von Privatisierungen und Renditedruck. Oder nehmen wir Fritz Pürder, der Corona-Rebell aus Bayern, der sich dafür einsetzt, dass die Corona-Zeit endlich aufgearbeitet wird. Und einen wichtigen Aspekt natürlich auch dieser Aufarbeitung hat Fabio De Masi genannt. Der Filz bei der Beschaffung der Impfstoffe, die Kungelei. Aber es geht natürlich auch um die Unterdrückung von Meinungsfreiheit. Es geht gerade auch in Deutschland natürlich um Maßnahmen, bei denen im Nachhinein klar ist, sie hatten keine Berechtigung. Sie waren weder angemessen noch verhältnismäßig. Wobei die Unterdrückung von Meinungsfreiheit mittlerweile eher schlimmer geworden ist als besser. Mhm. Also wir sehen ja, wie Oppositionellen mittlerweile massenweise Bankkonten gekündigt werden. Also das ist ja jetzt zu einem ganz normalen Verfahren geworden. Wir sehen, dass Demonstrationen pauschal verboten werden. Zu Beginn des neuesten Eskalation des Nahostkonfliktes. Der Nahostkonflikt ist natürlich schon etwas älter. Aber da hat man ja pauschal alle Pro-Palästina-Demos verboten. Und vor Corona war es ja eigentlich so, dass dass grundsätzlich alle Demonstrationen erlaubt sind, dass man sie halt nur anmelden muss, damit die Polizei halt weiß, wie viele Leute kommen ungefähr, worauf müssen wir uns da einstellen. Aber grundsätzlich darf der Staat nicht einfach so Demonstrationen verbieten. Damit angefangen hat man in der Corona-Zeit und jetzt scheint man das als völlig normales, probates Mittel zu sehen, Demonstrationen zu verbieten, wenn sie einem politisch nicht passen. Ja, das stimmt.
Auch er wird sich im Europaparlament für uns einsetzen und viele, viele andere mehr. Ich nenne nur auch Michael Lüders, einer Ostexperte, der sich genau auskennt, auch in den ganzen Konflikten im Nahen Osten, wo viele von uns jetzt zittern, weitet sich dieser Krieg aus? Was bedeutet das? Oder eben auch umgekehrt, wie können wir diese schreckliche Situation im Gazastreifen, das Sterben von Frauen und Kindern, wie kann das endlich beendet werden? Ja, nochmal Empfehlung, Michael Lüders hat da sehr viele Beiträge zugedreht. Also schaut euch gerne den Kanal von Michael Lüders an, da erzählt er, was er dazu denkt. Er hat dazu auch Bücher geschrieben, die habe ich auch schon 3 Stück von gelesen, die sind auch sehr gut. Das hat mich tatsächlich am meisten gefreut. Also sogar noch mehr als Fabio De Masi, dass ich Michael Lüders da auf der Liste gesehen habe. Ich muss auch sagen, dass eines der Videos von Fabian Lehr war auch richtig gut dazu. Der hat da auch ein super Video zugemacht. Ja, das ist jetzt ein kleiner kommunistischer Blogger, aber ja, die sind auch relativ. Ja, nee, ich meine nur, ja, alles gut, aber ich meine nur, das Lüders kannst du, ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da hast du recht. Wie gesagt, ich meine nur, ich habe das letztens gesehen, ich fand das auch sehr gut von ihm, das Video. Israel, ja, Schutzraum des jüdischen Volkes heißt das Video, also es war auch gut. Definitiv. Geht ein halbes Stündchen und der fasst das da eigentlich sehr gut zusammen, finde ich. Ich meine, Fabian Lehr macht ja häufiger Geschichtsvideos, das ist ja. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was der beruflich macht. Der wird da an der Uni irgendwas in die Richtung machen, nehme ich mal an. Der hat ja unglaublich viele Bücher zugelesen. Viele andere auf unserer Liste, dass wer der BSW wählt, wählt diese kompetenten, diese seriösen, diese nicht käuflichen Menschen. Ich selber war ja auch mal im Europaparlament und ich weiß auch, wie in diesem Parlament Lobbyismus funktioniert und wie viele Abgeordnete dort sehr, sehr eng mit Wirtschaftsunternehmen, mit Finanzunternehmen zusammenarbeiten. Teilweise, die sitzen ja dort in den Ausschüssen, wird da direkter Einfluss genommen. Wir haben Menschen und wir schicken Menschen nach Brüssel, die tatsächlich authentisch und auch seriös und nicht käuflich und nicht bestechlich sind. Das ist schon ein Unterschied zu manch anderer Partei. Aber es geht am 9. Juni nicht nur um Europa. Es geht auch um Deutschland. Eine Stimme für das BSW am 9. Juni ist ein erster Schritt zur Abwahl der Ampel. Weil es geht natürlich darum, dass in unserem Land endlich eine Alternative entsteht. Wir hatten gestern eine Studie in den Medien, dass junge Menschen in Deutschland zunehmend pessimistisch in die Zukunft sehen, dass sie Angst davor haben, dass sie keine Zukunft für sich sehen, auch keine Perspektive. Ich finde, alleine diese Studie hätte alle Ampelparteien, eigentlich alle Parteien im Bundestag aufschrecken müssen. Man muss doch darüber nachdenken, was ist das für eine Gesellschaft, wo junge Menschen offensichtlich für ihre Zukunft sich existenzielle Sorgen machen. Die Ampel macht weiter wie bisher, sie streitet sich. Sie hat kein Konzept und es ist ja nicht nur so, dass sich da 3 Parteien streiten, weil sie unterschiedliche Pläne für die Zukunft haben, sondern es ist ja noch schlimmer, alle 3 haben eigentlich keinen Plan für die Zukunft und sind sich dann noch nicht mal einig, wie ihre Planlosigkeit weitergehen soll. Das ist für unser Land natürlich eine sehr, sehr schlechte Situation. Das BSW gibt den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit, gegen diese schlechte Politik zu protestieren, ohne eine Partei wählen zu müssen, in der es Neonazis und Rechtsextremisten gibt. Weil es ist natürlich auch klar, was ist die Alternative zur Ampel? Ganz sicher nicht eine CDU von Herrn Merz, die im Grunde für einen BlackRock-Kapitalismus steht, der mittelstandsfeindlich ist, der soziale Kälte ausstrahlt und der am Ende, einen Herrn Merz, der am Ende Taurus-Raketen in die Ukraine liefern würde und diesen Krieg nochmal eskaliert. Und der sehr wahrscheinlich mit den Grünen zusammengehen wird. Da haben wir dann beides, grüne Gängelungswut, die die Wirtschaft abwirkt und auf der anderen Seite eine CDU, die eben auch eher mit den Großen kooperiert und für Rentenkürzungen und so. Wir hatten ja schon mal so eine Jamaika-Koalition, ne? Ich meine, das wäre theoretisch ja gar nicht so, was sie jetzt sagt, wäre gar nicht so abwegig, sag ich mal, wenn die CDU mit den Grünen koalieren würde. CDU, Grüne, SPD. Das halte ich für am wahrscheinlichsten. Ich hoffe, dass die FDP dann aus dem Parlament fliegt. Dann hätte man nämlich wirklich diese 3 Altparteien in einem Block in der Regierung versammelt. Rechts die AfD, links das BSW. Das wäre so. Ja, es klingt jetzt sehr deprimierend, aber das wäre wohl das positivste Szenario für 2025, weil dann 2029 auch dem letzten Wähler klar geworden sein dürfte, dass sich auch mit der CDU nichts zum Besseren verändern wird, sondern ganz im Gegenteil, dass man mit allen Altparteien die gleiche
wohlstandszerstörerische und friedensgefährdende Politik bekommt. Ich bin da der Meinung, die CDU hat auch wirklich jetzt genug Chancen, genauso wie die SPD. Also eigentlich alle Altparteien so. Die haben genug Chancen gehabt, die haben die letzten alles zerstört. Ich meine, das ging ja schon unter Schröder los, ne, mit der Agenda 2010. Und unter der CDU ist es immer nur schlimmer geworden. Also ich weiß nicht, wer die beiden Parteien noch wählt. Und man sieht es ja jetzt auch, was die Ampel, ne, auch jetzt in der Koalition. Also verstehe ich nicht, warum man diese Parteien überhaupt noch wählen sollte. Also da muss man es wirklich noch echt gut haben, sag ich mal. Oder ja, echt naiv oder, sein. Ja genau, man muss eingelullt sein von den Medien. Alle Mainstream-Medien, die machen ja Propaganda für dieses herrschende Narrativ. Und wenn du nur die Mainstream-Medien konsumierst und in deinem Alltag, okay, von den Preissteigerungen dürfte jetzt auch der Letzte was mitbekommen haben, aber wenn du in deinem Alltag noch relativ gut dastehst, weil du halt ein relativ hohes Gehalt beziehst, dann kannst du dir immer noch sagen, okay, mir geht's ja noch gut, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Genau, genau. Ja. Ja, vermutlich geht es den meisten Leuten noch zu gut. Wollte ich nur sagen. Vermutlich geht es den meisten Leuten auch noch zu gut. Ich weiß es nicht. Also. Keine Ahnung. Ja, was heißt zu gut? Was heißt zu gut? Viele haben ja auch aufgegeben und sind Nichtwähler geworden. Also die meisten Wähler sind ja nicht zur AfD gegangen, sondern sind Nichtwähler. In den 70er Jahren hatten wir eine Wahlbeteiligung von über 90% und mittlerweile, wo sind wir jetzt? Zwischen 60% und 70%, glaube ich, immer. Na, ich kann mir halt nur nicht vorstellen, dass überhaupt jeder normale Arbeiter wirklich, der nicht mehr, überhaupt nicht mehr wirklich klarkommt mit dem, was er verdient, so arbeiten geht und überhaupt nicht klarkommt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der noch die Altparteien wählen würde. Das kann ich mir, also das ist auch rein logisch, ist gar nicht möglich, so. Ja. Also die werden wahrscheinlich eher die AfD wählen und denken, mit der AfD wird's besser werden. Aber, ja. Ich hatte es ja gerade gesagt, viele sind einfach Nichtwähler geworden, die wählen gar nicht mehr. Weil oder sie so, sagen, das ändert eh nichts. Ja. Quasi Quocker schreibt, gerade im Jahr 2021 betrug die Wahlbeteiligung 76,6%. Ja, und bei den Europawahlen liegt sie nur bei 60%. Also jetzt hat es bei einer Bundeswahl mal etwas. Übrigens, das lag wahrscheinlich größtenteils an der AfD, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist. Also vor die AfD, also die AfD hat tatsächlich. Vor allem in Ostdeutschland dafür gesorgt, dass die Wahlbeteiligung deutlich gestiegen ist. Also was heißt deutlich? Sie ist von den Tiefstwerten, die sie so ums Jahr 2009, 2010 rum hatte, wieder angestiegen. Also das ist sehr interessant. Und vielleicht sorgt das BSW ja dafür, dass die Wahlbeteiligung noch weiter steigt. Ja, hoffen wir es mal. Steht. Das BSW steht hier für wirtschaftliche Vernunft, für eine pragmatische, aber eben vernünftige Wirtschafts- und Energiepolitik, vor allem auch im Interesse unseres Mittelstands, der zurzeit massiv bedroht ist. Es sind ja nicht die großen DAX-Unternehmen, die bedroht sind. Die haben zwar auch in Deutschland teilweise, wenn sie energieintensiv sind, in der Chemieindustrie etwas Probleme, aber schauen Sie sich an, wie die DAX-Konzerne immer noch ihre Dividenden ausschütten. Da rollt immer noch der Euro, da läuft immer noch das Geschäft. Auch weil man teilweise vom deutschen Standort schon völlig unabhängig ist, weil man in aller Welt produziert. Es sind die kleinen, die mittleren Unternehmen, unser industrielles Rückgrat, was zurzeit bedroht ist. Da spielt die Energiepolitik eine wichtige Rolle. Thomas Geisel hat es angesprochen. Da spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle unser Bildungssystem. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt höre, was die FDP anbietet zu der Frage Fachkräftemangel, Malochen bis zum Tod, das ist mit Sicherheit nicht die Lösung. Also jetzt auch noch den Menschen, die 45 Jahre geschuftet haben, den Renteneintritt zu verunmöglichen, sondern die Lösung unseres Fachkräfteproblems, bitteschön, ist ein besseres Bildungssystem. Auch über all diese Fragen wird am 9. Juni verhandelt werden. Um all diese Fragen geht es am 9. Juni. Und deswegen sagen wir auch, wer am 9. Juni wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit in Deutschland wählen möchte und wer Frieden wählen möchte, der soll am 9. Juni das BSW wählen. Es ist die erste Chance, uns stark zu machen. Es ist die erste Chance der neuen Partei, bei der viele, und wir spüren das ja auch, auf die jetzt sehr, sehr viele Hoffnung setzen, wo viele sich wünschen, dass sie dann auch bei den Landtagswahlen stark wird, dass sie unser Land verändert. Und wir haben
eindeutig die Rückmeldungen und auch den Enthusiasmus, den wir spüren in unserem Umfeld. Wir können dieses Land verändern. Wer möchte mit uns dieses Land verändern, der sollte am 9. Juni das BSW wählen, weil wir dadurch die Chance bekommen, wirklich auch in der Bundesrepublik, gerade auch gegen die Ampelpolitik, eine massive und noch viel lautere Opposition zu verkörpern.